Moin, 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 ich bin's wieder, der Alex von Die Welt im Osten, Alltag in Georgien, und es ist wieder Talk am Niva-Zeit. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal in den Niva, setze mich dahin und schnack weiter in diese lustige Kiste. Thema heute soll heißen, warum mir Georgien den Spaß am Fußball wiedergebracht hat. Und wir hatten ja gestern dieses glorreiche Spiel mit der Qualifizierung fürs Achtelfinale. Portugal wurde 2-0 geschlagen, auch wirklich verdient. Und es war ein wirklich tolles Spiel, toller Kampf und hat richtig Spaß gemacht. Aber das ist gar nicht unbedingt der Grund, warum ich das sage, dass Georgien mir da den Spaß wiedergebracht hat. Es fängt ein bisschen tiefer. Und zwar habe ich eigentlich das letzte Mal so richtig Fußball geguckt, vor allem die Nationalmannschaft, 2014, als sie die Weltmeisterschaft gespielt hatten, und da auch schon, so eher mit einem Auge wurde dann halt, okay, Weltmeister guckt man sich dann doch mal noch an. Aber es ist immer weniger geworden, weil Ralfi. Der Hundi, ja. Es ist halt immer weniger geworden, dass ich mir generell so professionellen Fußball angeguckt habe, weil es mich irgendwie genervt hat. Ich meine, bestimmte Sachen weiß man ja. Man weiß ja, dass Fußball genutzt wird, um gewisse Dinge in die Köpfe reinzukriegen, um Sachen im Hintergrund, wenn die Aufmerksamkeit auf Fußball gesetzt ist, durchzubringen. Und ich weiß letztendlich auch, dass alle dafür bezahlt werden, dass sie mich oder andere Leute halt belustigen. Das ist schon okay. Aber am Ende habe ich mir dann irgendwann mal gedacht, ja, würde ich jetzt zu Bosch gehen zum Beispiel und dem beim Arbeiten zuschauen oder ins VW-Werk und gucken, wie die professionellen Fließbandarbeiter ihre Arbeit machen, wenn es überhaupt noch gibt, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Und das wollte ich ja irgendwie nicht tun, aber letztendlich ist es ja so geworden, dass nicht mehr so Fußball aus dem Herzen rausgespielt wird und wo es wirklich darum geht, die Menschen zu vertreten, das Wir-Gefühl irgendwie, diese Gemeinschaft, in der man lebt, zu vertreten bzw. zu repräsentieren, sondern es ist eigentlich mittlerweile nur noch, so wie ich es die letzten Jahre wahrgenommen habe, ja, letztendlich, dass man irgendwelchen professionellen Leuten dabei zuschaut, wie sie ihre Arbeit machen. Und so kommt es eben auch oft rüber, finde ich. Und dann gibt es dann halt immer mehr Dinge, die man sich gar nicht mal angucken und anhören will. Zum Beispiel, diese Instrumentalisierung in gewisse Richtungen, dass man halt sich das, ja, also dass es immer medial einen Druck gibt, dann hat die, also ich hatte die Nationalmannschaft konsequent eigentlich gar nicht mehr geguckt, seitdem sie die Mannschaft hieß. Ja, also es wurde halt einfach die Mannschaft genannt als Verb, gar nicht mal so unbedingt, weil sie sich nicht mal Nationalmannschaft nennen, wegen Patriotismus. Das, okay, das ist auch scheiße, aber ich fand es viel schlimmer, dass sie da halt so eine, aus der Nationalmannschaft so eine Marketingveranstaltung gemacht hat. Also wirklich, dass es nur noch darum ging, dass das Marketing stimmt und auch dieses Mund zu halten und diese ganze Quark und dass irgendwelche random Leute dann halt rumstehen, die gar nichts mit Fußball zu tun haben, mit so einem dicken Oberarm und sich da so eine Binde da drüber quellen und solche Sachen halt. Dass in Kommentatoren halt immer irgendwelche gesellschaftliche Themen noch mit eingebracht werden müssen. Interviews sind auch ganz schlimm mit Fußballern geworden. Also es gibt ja gar kein Interview mehr so richtig, wo ein Fußballer einfach gerade raus sagt, was Sache ist, was nicht, wie früher Mario Basler oder Mehmet Scholl oder so Leute, die einfach halt gesagt haben, was ihnen gerade durch den Kopf ging. Da konnte man sich auch mal angucken, da hat das halt ein bisschen Spaß gemacht, dass jemand Fragen geantwortet hat. Heute weißt du ja schon, bevor die Frage gestellt wird, wie die Antwort ist. Also das ist halt das, warum ich es eigentlich gar nicht mehr geguckt habe, was mich mega genervt hat immer. Und okay, Deutschland hat gewonnen, habe ich mir gesagt, ja, schön abgehakt, keine Ahnung. Hat mich eigentlich absolut null mehr interessiert, weil ja eigentlich hat ja gar nicht für mich jetzt gar nicht Deutschland gewonnen, sondern professionelle Spieler, die dort sind, um irgendein Statement letztendlich in die Massen reinzubringen.
die haben gewonnen. Und das hat mich einfach nicht mehr berührt. Und jetzt hier in Georgien merke ich gerade, jetzt kommt die Müllabfuhr, guck mal. Zweimal in der Woche, glaube ich. Was haben wir heute für einen Tag? Donnerstag. Heute ist Donnerstag. Weiß ich wenigstens mal, wann die kommt. Ich vergesse es nämlich immer. Ich glaube Donnerstag und Samstag, wenn ich mich nicht täusche. Da kann man so den Kram halt an die Tür hängen, dann nehmt ihr das mit. Aber ich mache das immer nicht wegen den Straßenhunden. Die reißen nämlich immer alles auf. Aber zurück zum Thema. Hier in Georgien ist es halt so, dass die Leute einfach nur so absolut begeistert sind und alle, also auch die Spieler habe ich das Gefühl, dass sie wirklich alles raushauen, wirklich um die Leute glücklich zu machen. Und klar sind das irgendwo auch Profis, teilweise auch viele in Europa und so. Aber ich habe hier halt einfach wieder diesen direkten Zugang zum Fußball für mich gefunden. Also wie er halt echt ist. Und da ist es dann halt gar nicht so wichtig, ob jetzt jemand 10-mal Meister wird oder die WM gewinnt oder so. So, mir ist jetzt wichtig, wenn ich was zugucke, dass ich halt so eine Leidenschaft erkenne, dass ich halt sehe, dass die Leute halt absolut 100% dabei sind und wirklich für so einen höheren emotionalen Zweck, sage ich mal, spielen, also ihr Volk, ihre Leute zu Hause halt glücklich zu machen und nicht jetzt irgendwie da ein Statement zu bringen für und gegen irgendwas, was jetzt gerade on vogue ist oder wo man jetzt, man sich positionieren muss und Haltung zeigen muss und so weiter. Ich habe das Gefühl und ich hoffe, dass es auch wirklich so ist, dass das hier eigentlich gar keine Rolle spielt, sondern dass einfach die Leute, die dort sind, eben wirklich noch die Herzen der Leute erreichen wollen, die zu Hause sind. Wenn das nicht so ist, dann haben sie sehr, sehr gut gespielt, aber und das Volk und jetzt auch die auf diesen Fanmeilen und was ich so erlebt habe, das ist alles sehr friedlich, sehr glücklich miteinander, auch wenn sie halt verlieren, da sind die halt echt traurig, aber ich habe da noch nicht einmal irgendwie gesehen, dass es da irgendwelche Rangeleien gibt oder dass die Leute sich dann eben gegenseitig anfeinden. Es geht halt einfach nur um die Sache, um den Spaß, um den Sport und um das Gemeinschaftsgefühl und so. Und das habe ich eigentlich immer in letzter Zeit vermisst und deswegen habe ich es mir gar nicht mehr angeschaut. Ich habe gar keine Bundesliga mehr geschaut, irgendwelche Champions League, aber da hat mir irgendwann mal einer gesagt, ja, heute ist Finale. Ich sage, was, keine Ahnung. Weil ich bin wirklich fußballbegeistert gewesen früher, ja, aber es hat mich alles null interessiert. Also mich mussten Georg ja darauf hinweisen, dass irgendwie Dortmund im Halbfinale war oder so jetzt bei der Champions League, was ja früher mal ein großes Ereignis war. Oder die Bayern, glaube ich, auch. So Bayern und Dortmund im Halbfinale, wenn ich das richtig gemerkt habe. Aber es hat mich einfach absolut null interessiert, weil es mittlerweile für mich einfach noch irgendwie so eine, ich will nicht sagen verlogen, weil letztendlich machen sie auch nur ihren Job, aber so eine Marketingveranstaltung ist, wo ich ja eigentlich nur noch dazu da bin, was anderes zu kaufen und nicht den Fußball. Ich schalte wegen dem Fußball ein und werde in andere Richtung getrieben, ja, sei es um Statements zu platzieren, sei es um Werbung zu platzieren und so. Und das ist ja, Werbung ist ja bis zu einem gewissen Punkt noch okay. Ja, ich bin mir schon klar, dass ich was refinanzieren muss. Aber ich muss dann nicht auch noch in meiner Freizeit mit irgendwelchen Statements da belastet werden, wegen denen ich ja gar nicht einschalte. Ich will ja irgendwelchen Leuten zuschauen, wie sie halt guten Fußball und emotional begeisternden Fußball spielen und nicht daheim auch belästigt werden, wie ich mich irgendwo richtig zu verhalten habe und so. Und das hat mich echt mega genervt. Ich habe es gar nicht mehr geschaut. Ich habe dann eine richtige Abneigung gegen diesen ganzen Kram gekriegt. Und ich war ja auch selber Fußballer über 20 Jahre oder so. Also da bin ich jetzt weit davon entfernt, Fußball nicht zu mögen. Aber hier habe ich jetzt wieder so gemerkt, okay, die hauen halt alles raus, was geht, um wirklich eine gute Zeit zu haben. Und das ist wieder so ein echter Fußball, wo ich sage, ja, da macht es mir Spaß zuzugucken.
da kann ich mich irgendwo ein bisschen mit identifizieren, obwohl ich ja selber die Leistung nicht bringe. Ja, die Leute, die da auf dem Fußballplatz sind, die bringen ja die Leistung. Deswegen hat mir auch immer, ist irgendwie, habe ich es immer nicht so richtig verstanden, was das Fansein eigentlich bedeuten soll. Weil, gut, was heißt denn das Fansein? Ich gucke irgendwelchen Leuten zu, die was besser können als ich und hole mir dann da drauf einen runter. Das ist, ist mal kurz zusammengefasst. Das habe ich schon immer für Käse gehalten. Aber so ein so einen emotionalen Bezug zu so einer gemeinsamen Sache, zu so einem, ja, ich meine, es ist eine Nation, die sind halt stolz, dass es einem jetzt als kleines Land geschafft haben, irgendwie so viele Fußballer da gestellt zu haben, die in dem Kreis der großen Nationen mithalten können. Und das ist schon irgendwie eine coole Sache, die mich wirklich auch so ein bisschen mitgerissen hat. Und deswegen muss ich sagen, seit ungefähr 10 Jahren habe ich irgendwie den Fußball wiederbekommen, wie ich ihn irgendwie früher mal geliebt habe. Ja. Ja, auch wenn ich jetzt vielleicht wieder in die Richtung Fan sein, das ja eigentlich sinnlos ist, vielleicht wieder ein bisschen abdrifte, macht es doch schon ein bisschen Spaß. Und ich hoffe, dass sie wirklich noch lange dabei sind. Natürlich auch Europameister werden, das wäre ein absolut Mega-Ding. Aber eigentlich ist ja diese Überstehen der Vorrunde schon und auch Schlagen von Portugal. Also für die ist das das absolute Mega-Ding gewesen. Die haben ja jetzt nach dem letzten Spiel gesagt, ja okay, jetzt kommt Portugal, da haben wir, das haben wir eh keine Chance und so. Und ich sage immer, warum? Das ist, jedes Spiel ist anders. Portugal ist jetzt auch keine Übermannschaft, die haben immer verkackt bei großen Turnieren am Ende. Und am Ende ist es ja letztendlich auch so gewesen. Sie haben ihre Chance nicht gehabt und haben sie genutzt. Und, aber wie sie das halt gemacht haben, das war das Schöne mit diesem kompletten Zusammenhalt, den ich mir auch der auch früher deutsche Mannschaften immer stärker macht. Und ich muss auch sagen, dass wir bei dieser EM ja auch ganz gut spielen. Ich habe mir jetzt 2 Spiele angeschaut, aber das letzte wieder nicht, weil ich es vergessen habe, weil es mich wirklich nicht so sehr interessiert. Für Georgien bin ich halt bis 23 Uhr wach geblieben und habe mir das dann eben noch angeschaut. Aber ja, also danke Georgien, dass du wieder ein bisschen meinen Fußball, wie ich ihn geliebt habe früher, so ein bisschen zurückgebracht hat. Und ich hoffe, dass es wirklich noch lange was wird bei dieser EM. Und genau, diese überstehende Vorrunde ist ja quasi schon wieder EM-Sieg eigentlich. Das hätte niemand für möglich gehalten. In dem Sinne, bis demnächst. Also ich versuche dieses Format jetzt immer jeden Mittwoch, Donnerstag eigentlich. Eigentlich wollte ich Mittwoch, heute ist Donnerstag, weil ich gestern keine Zeit hatte. Theoretisch, ja, so Mittwoch, Donnerstag könnt ihr euch auf Talk am Niva einstellen. Ich sehe zu, dass ich es immer Mittwoch hinkriege. Aber ja, haltet euch einfach mal so Mittwoch im Kopf. Wenn es Mittwoch nicht kommt, dann Donnerstag. In dem Sinne, ciao und schöne restliche Woche noch.